So, jetzt, heute ist was Neues, heute gibt es eine Frage jetzt. Eine Frage und zwar, es war in Bnei Brak, wer die Straßen in Bnei Brak kennt, Rechova Shomer, die Straße der Shomer ist eine sehr lange Straße, dort wo Coca-Cola ist. Jemand hält einen Taxifahrer an und sagt ihm, bitte bring mich bis zum Ende der Straße, bis zu Jabotinsky. Für uns hier in Wien, damit es ungefähr klar wird, wie es ist, also jemand steigt in der Taborstraße ein, Taborstraße-Ecke am Tabor, und er will bis zum Schwedenplatz fahren. Die ganze Straße durchfahren. Taxifahrer sagt, kein Problem, steigt ein und sie beginnen zu fahren. Sie fahren, nach 2 Minuten, sie kommen, für uns jetzt in Wien, vom Am Tabor sind sie gekommen bis ungefähr Heinestraße. Doch dann sehen sie, es ist ein sehr, sehr großer Stau. Sehr, sehr großer Stau, nur er wartet 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und es geht sehr langsam voran. Irgendwas ist stecken geblieben. Sehr langsam gehen sie voran und er sieht schon, er wird schon langsam zu Fuß wieder schon schneller. Sie fahren noch ein bisschen weiter, dann sagt er dem Taxifahrer, schau, es tut mir leid, ich sehe, dass sehr viel Zeit vergeht. Heute ist Freitagabend, Erev Shabbat, ich muss noch für Shabbat Sachen einkaufen, deswegen machen wir es so, wir beenden jetzt unser Geschäft. Wie viel muss ich dir zahlen? Sag mir, ich zahle es dir und wir verabschieden uns. Sagt der Taxifahrer, kein Problem, aber wir haben ausgemacht bis Jabotinsky, also bis Schwedenplatz. Und du willst hier in der Mitte aussteigen. Wen soll ich jetzt hier mitten im Stau, wen soll ich jetzt nehmen? Das heißt, ich verliere jetzt von dem Geld, das ich eigentlich verdienen sollte. Er sagt ihm, ja, aber wir haben zwar, ich habe nicht mit dir geheiratet, wir haben zwar etwas ausgemacht, aber ich sehe, dass für mich es jetzt nicht mehr auszahlt, deswegen, ich zahle dir von Anfang bis hierher, zahle ich dir, was ich dir schulde, und damit hat sich's. Es ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Taxifahrer und dem Mitfahrer. Wer hat Recht, Taxifahrer oder Mitfahrer? Wenn du weißt, wer Recht hat, schreib unten im Argument. Im Kommentar. Schreibe unten im Kommentar, schreibe deine Meinung. Damit es dir ein bisschen hilfreich wird, siehe in Baba Metzia Seite 79b, dort wirst du es finden.